Influencer Outreach. Das ist das Thema, zu dem ich heute reden werde. Ich habe die Aufgabe bekommen, keine Daten, Zahlen und Fakten zu sagen. Ich versuche mich daran zu halten. Ich soll polarisieren. Das war die Aufgabe. Polarisieren finde ich bei dem Thema Influencer Outreach schwierig. Denn ich bin überzeugt davon. Und das werde ich hoffentlich auch schaffen, dass ich euch davon überzeuge, wenn ihr nicht schon überzeugt seid. Ich habe 6 Thesen aufgestellt. 6 Thesen, die zeigen sollen, dass es funktioniert und dass es gut ist, in Influencer Outreach rein zu investieren. Jetzt fragt ihr euch, warum iCrossing? Warum ich? iCrossing kennen die meisten wahrscheinlich als SEM-Agentur. Da passt Influencer Outreach nicht dazu, ganz klar. Wir haben aber auch eine Social-Abteilung. Wir haben 2009 den ersten Influencer Outreach gemacht. Das ist in der Social-Branche, würde ich mal sagen, gar nicht so schlecht. Ich kann mich dafür leider nicht brüsten, weil ich war derzeit noch nicht bei iCrossing, darf aber trotzdem heute hier reden und der Grund dafür ist, dass ich Head of Social Media da bin, ich leite die Abteilung. Ich habe da so ein paar Fun Facts noch dazu geschrieben. Ich bin das, was ihr alle seid. iPhone, Blogger, Internet Addict. Ihr steht alle mit euren iPhones da. Ich würde es auch machen, wenn ich nicht ein Mikrofon in der Hand hätte und hier diese tolle Fernbedienung. Wenn ich gerade mal nicht im Büro sitze, dann doziere ich noch ein bisschen an der Uni. Bliblablub, genügend Eigenlob. Fangen wir mal mit dem Eigentlichen an. Die 6 Thesen, ich habe sie hier kurz zusammengefasst. Ihr müsst euch gar nicht bemühen, die zu lesen. Ich gehe da nochmal drauf ein. Es ist bloß so ein bisschen, ich würde sagen, der Weg, den wir heute Abend gehen. Ich habe 10 Minuten bekommen. Ich gebe mein Bestes, langsam zu reden und trotzdem es in der Zeit zu schaffen. These Nummer 1. Ich glaube ja, dass Influencer Outreach sowas ist wie Mobile Marketing in Deutschland. Ich will nicht sagen, es ist eine urbane Legende. Denn klar, es findet statt. Aber es ist immer noch so ein Thema, wo alle drüber reden, aber noch nicht so wirklich viel bei rumkommt. Klar, Adidas macht es, Audi macht es, die ganzen großen Namen, müssen wir nicht drüber reden, die haben alle ihre eigenen Blogger, die das ganz, ganz toll machen. Aber ich glaube, dass vor allem die kleinen Marken sich noch nicht so richtig trauen. Warum ist das Ganze so? Und damit kommen wir gleich zur zweiten These. Ich glaube ja, dass Influencer Outreach kein richtiges Zuhause hat. Ich möchte nicht sagen, dass es obdachlos ist, aber es ist natürlich ein Social-Thema, sonst würde ich heute nicht hier stehen. Es ist aber auch ein SEO-Thema, ganz klar. Und wenn wir weitergehen, ist es theoretisch die Online-Version von PR-Arbeit, müsste eigentlich von Affiliate-Managern gemacht werden und bedarf aber auch journalistische Kenntnisse. Es ist eine Mischung aus allem. Macht es das Ganze jetzt schwieriger? Ich würde sagen, nein. Denn genau diese Überschneidungen sind, und damit kommen wir schon zur These 3, der Schlüssel zum Erfolg. Jetzt habe ich ganz viel gesagt zum Influencer-Outreach. Es ist ganz toll, es funktioniert. Aber ist ein Blogger-Outreach tatsächlich eine Gelddruckmaschine? Weil das habe ich ja behauptet in meinem Abstract. Ist eine Gelddruckmaschine, man kann den Umsatz damit steigern. Und ich glaube, dass es so ist. Allerdings möchte ich noch mal 2 Fragen in den Raum werfen. Die Frage aller Fragen ist doch tatsächlich, wo und vor allem, was kann man über ein Unternehmen oder ein Produkt auf Blogs, Bewertungsportalen, Instagram, Pinterest, Amazon, Facebook, Twitter, you name it, eigentlich lesen? Und kann ich diesen Content als Marke oder als Unternehmen tatsächlich kontrollieren oder nur steuern? Wir machen eine kleine Umleitung. Und zwar nehme ich Sie mal mit in mein Wochenende. Ich muss es gestehen, ich bin ein Chucks-Liebhaber. Man sieht es auch an meinen Füßen, die vorne stehen, können das sehen. Ich habe meine allerliebsten Lieblings-Chucks an. Die sind auch schon tot. Eigentlich dürfte ich die gar nicht mehr anziehen. Also habe ich mir am Wochenende überlegt, ich gehe mir Sneakers kaufen. Als Chucks-Liebhaber ist man jetzt aber nicht so der Sneakers-Kenner, ja? Und das, was ich gefunden habe, das seht ihr da, das sieht aus, als ob ich mich als Basketballer verkleiden möchte. Funktioniert also nicht. Was macht man als Social-Media-Fuzzis? Man macht eine Google-Suche. Bin ja auch nicht weitergekommen. Ich bin gelandet bei Amazon, bei Zalando, wie sie nicht alle heißen. Und ich weiß natürlich, dass da ein riesengroßes SEM-Budget dahinter steckt. Also will ich auch nicht kaufen, weil ich will ja was Besonderes haben. Was habe ich gemacht? Ich habe eingegeben Blogs und Sneakers für Frauen. Und bin auf die Seite gekommen. Ihr werdet es jetzt nicht genau sehen, aber es waren auch alles Blogs, wo ich sage, nee, also
wenn der jetzt auch von Amazon oder so geschrieben ist, will ich das eigentlich auch nicht haben. Und dann habe ich mir eine Hilfe zur Seite genommen. Diese Hilfe heißt Theo. Und Theo ist, nein, er hat keine Kreditkarte, die ich nehmen kann. Theo ist tatsächlich ein Software-Developer bei uns in der Firma, bei iCrossing. Und der hat ein Tool erfunden. Keine Angst, ich werde dieses Tool jetzt hier nicht demonstrieren, weil das geht definitiv schief. Was dieses Tool macht, und jetzt kommen wir eigentlich zu der spannenden Geschichte, dieses Tool findet für mich Influencer. Und ich habe dieses Tool mal für meine privaten Zwecke einfach verwendet, habe da so ein paar Suchbegriffe eingegeben, wie man das eben so macht, und bin dann zu diesem Ergebnis gekommen. Ein Wirrwarr von Influencern. Das Interessante daran ist dieser große hellgrüne Punkt in der Mitte, denn das ist laut des Tools der Hauptinfluencer, sprich jemand, der tatsächlich Ahnung hat. Also habe ich mir die Seite angeguckt und bin auf die Kopfsteinrocker gekommen. Kopfsteinrocker. Die machen tatsächlich einen Blog nur über Sneakers. Die sitzen hier in München, Mädel und ein Junge, machen das Ganze auch ganz gut und sind tatsächlich die Stylingberater, die ich gesucht habe. Ich habe die dann angerufen und habe gesagt, Leute, schön und gut, jetzt habe ich die Sneakers gefunden, die ich haben will, aber jetzt erzählt mir doch mal bitte, wie funktioniert denn euer Business? Weil Sneakers für Frauen ist ja schon eher Nische. Und die beiden sind tatsächlich Leute, die Sneakers lieben und genau darüber schreiben. Und die lassen sich auch nicht bezahlen. Aber was die natürlich gerne annehmen, sind Anregungen von Unternehmen. Ob das jetzt Adidas ist, ob das Nike ist oder irgendwelche anderen Marken. Die lassen sich die Schuhe auch zuschicken, die testen die. Und die sind tatsächlich daran interessiert, wie funktionieren diese Schuhe. Und darüber schreiben die. Und das relativ erfolgreich. Die haben 600 Unique Visitors am Tag. Das klingt wenig, ich weiß. Aber für Sneakers für Frauen ist es gar nicht so schlecht bei der Nische. Jetzt möchte ich mal kurz den Blickwinkel wechseln. Ich bin der Konsument. Finde ich gut, hat funktioniert. Jetzt gehe ich mal auf die Unternehmensseite. Ja, ich kann die für meine Zwecke nutzen. Was habe ich denn für Kosten, wenn ich ein paar Schuhe zusammenpacke, denen das schicke mit einem netten Schreiben? Die werden definitiv drüber schreiben. Und dann komme ich wieder als Konsument und kaufe mir die Schuhe. Warum ist das Ganze so erfolgreich? Wenn man sich die Zahlen mal anschaut, wird heutzutage 31% aller Online-Kaufentscheidungen werden von Blogs beeinflusst. Und da reden wir nicht nur über Schuhe. Da reden wir auch nicht nur über Kleider. Da geht es auch nicht nur um Autos. Wenn ich eine Versicherung abschließen will, dann komme ich auch natürlich auf Blogs und schaue mir an, funktioniert das Ganze oder nicht. Wir kommen wieder zurück zu meinen Thesen. Ich glaube, dass es in jeder Branche Influencer gibt. Und das ist auch für jede Zielgruppe. Natürlich muss die Zielgruppe online sein, ganz klar. Aber ich glaube, dass ihr die alle da draußen entdecken könnt. Jetzt komme ich zu dem, was polarisieren soll. Blogger-Outreach, davon habe ich bisher gesprochen. Ich nenne es die ganze Zeit Influencer-Outreach. Und zwar aus den Gründen, dass ein Blogger-Outreach eigentlich mittlerweile schon fast oldschool ist. Zumindest, wenn wir über die Fashion-Branche reden. Und wir haben auch bei iCrossing eine relativ große Modemarke, die wir betreuen im Social-Bereich. Und wir machen für die gerade einen Instagram-Outreach. Sprich, wir haben es geschafft, mit einem Partner zusammen die Hauptinfluencer auf Instagram zu identifizieren, sind die angegangen. Und die machen für uns das, was wir wollen. Die posten schöne Bilder von den Produkten. Und der Online-Shop ist tatsächlich ausverkauft danach. Wie funktioniert das? Das ist ein Instagrammer wie diese Dame, die 950.000 Follower hat. Die gibt's da draußen. Ihr müsst die nur für eure Nische, für eure Marke finden. Die angehen, schickt denen die Sachen zu. Gut, bei der Dame ist es ein bisschen schwierig. Das ging tatsächlich über einen Manager. Die Dame nimmt auch ein bisschen mehr Geld, aber 950.000. Und das ist eine Reichweite, wovon jede Marke eigentlich nur träumen kann. Wir kommen zu meiner letzten These und auch eigentlich zu meinem Fazit. Ich glaube ja, dass Influencer-Outreach kein Hexenwerk ist. Ich glaube, dass man dazu lediglich drei Bestandteile braucht. Und das ist zum einen Insiderwissen über eure Branche. Das ist zum anderen wirklich überragende Überredungskünste, denn ihr müsst die Leute dazu bringen, dass sie natürlich darüber schreiben. Und ihr braucht exklusiven Content.
Wenn ihr noch Fragen habt, ihr findet mich nachher wahrscheinlich an der Bar mit einem Bier in der Hand. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.